Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren gangstermäßigen Folge Mafia 2 im Remaster. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, wie immer natürlich. Dickes Dankeschön für eure Unterstützung an alle Supporter. Geht das natürlich raus, der Dank. Checkt gerne weiterhin die Videobeschreibung ab und wir machen jetzt direkt weiter, Freunde. Auf jeden Fall auch Glocke aktivieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und beim Gewinnspiel gerne mitmachen, bei meinem Partner Instant Gaming. So. Ja, 10 Jahre. 10 Jahre Knast. Let's go, Alter. Jetzt geht's erst richtig los, ja. Es geht spannend weiter. Was ist denn hier los, ey? Wir sind richtig Frischfleisch. Haben sie ganz gut gemacht, auch dass hier aus der Ego-Perspektive reingeführt wirst. In den Knast. Jetzt bald. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Was ist? Du nix sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, bring dich auf und schick deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Wir laufen doch schon, ey. Vorwärts! Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lasche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab. Und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Guck mal hier, wie die Zwillinge nebeneinander stehen. Kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf! Okay, Abmarsch! Hey, du Saftsack! Tu, was man dir sagt! Okay. Neue Grafik, Frischer, ja, ist schön. Das Hör ist zu, toll. Süße. Das freut mich. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich mir nach. Ja, ich mache es schon. Ich mache es schon. Ey, selber Mittelfinger. Was soll denn das, Alter? Ja, kannst du... Du riechst echt scharf. Du musst mich verarschen, Alter. Rein mit dir. Du riechst echt scharf. Oh Mann, ey. Licht aus! Und keinen Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen. Oh Gott. Direkt ins Bett legen, ey. Tag 1. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre. Sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joe, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Leo Galanti. Wenn ich mich noch recht erinnere, müsste der hier hinten sein. Ich. Alle eure Stützpunkte gehören. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaca, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs?
Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Yeah! Jetzt geht's los, schling rein! Wie wär's mit der Wette? Let's go. Ja, nein. Fertig, in den Schädel ein! Komm! Ey, was soll das? Ihr seid tot! Das wird noch einfacher als damals, als ich deine Mutter eine Kartoffel in den Arsch geschoben habe. Oh, ich liebe diese Sprüche. Ey, warum ist sein Schwinger schneller als meiner? Was soll das? Ich verputze dich zum Frühstück. Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Zusperren! Irgendwie finde ich das immer interessant, wenn Spielfiguren im Knast sind, ja. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja. Einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz deiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen richtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Okay, heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito? Verpasst Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Okay. Gut, Pepe. Komm. Zieh dein Riesenkind ein, verdammt. Der Kleine ist gut. Wow, jetzt bin ich platt. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Nächste krasse Deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Na klar. Nicht schlecht, Alter. Zeig mir nochmal. Okay, Mist, noch einen, das Vito. Muss wehtun. Na also, du lernst schnell, Kleiner. Okay, Jungs, für heute reicht's. Gute Arbeit. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und... werden in der Familie aufgenommen. Für fünf Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau fünf Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber.
Na, wie Vito einfach nichts checkt, oder? Also, das ist ja unfassbar. Passt auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Galanti, hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Gegen den Chinesen? Gib ihm eine Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Das ist so geil. Pass auf, diese Schlitzaugen sind flink wie Wiesel. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Hey, kriegt Vito einen Glückskeks, wenn er euren Mann zum Frühstück verputzt hat? Ey, nice, ey. Los, lass es anfangen hier, komm. Keine Chop-Suey-Mätzchen, ey, geil. Hallo! Let's go, Alter. So. Apropos Chop-Suey-Mätzchen, Alter. Ip Man 4 muss ich mir auch noch reinziehen, bald. Ist ja jetzt ganz frisch rausgekommen. Richtig geil, Alter. Hätte fleißiger üben sollen. Hab schon richtig Bock drauf. Bam, Junge, weg mit dir, du Lappen. Aha, das nicht passiert, wenn er im Stil des Tigers kämpft. Abmarsch. Du kommst zu spät zur Arbeit. Gut, okay. Ja, ey, das ist auch, ich denke auch immer so an so Listen, ne, wo ich jetzt gerade eben gesagt habe, so, ich feiere das, wenn Videospielcharaktere im Knast sind. Einfach mal auch so eine, wenn ich wüsste, solche Videos würden ankommen, aber ich glaube nicht, dass sie so großartig ankommen, dass sich der Aufwand lohnen würde. So eine Liste mal machen mit 10 Charakteren, die im Knast waren oder sowas. Nathan Drake rein, Sam Fisher rein. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Skeletta. Gut, komm mit, Vito. Vito natürlich rein. Wie könnte man noch in diese Liste aufnehmen? Nehmen wir noch ein bisschen? Ach, so, einige. Warte ab. So, was gibt's? Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Okay. Ey, Pepe, Alter, was für eine Monsterratte. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Kann gefährlich werden. Vergiss er seine Deckung. Das ist deine Chance. Wen okay, haben wir denn los da? Geht's. Mach mir keine Schande. Den weißen Vogelpüppchen versohle ich den Hintern. Den prügel ich so durch, dass es seine Großmutter noch spürt. Ist das so? Ah, dann komm mal her hier. Ihr beiden Roten verliert. Ja. Oh. Egal, komm, schlag zu. Das wird kein Zuckerschlecken für den Penner. Ach komm, Mann, da haben sie meine Oma schlimmer vermöbelt. Bam, Junge, mit dem Konterschlag ist eh alles vorbei, Alter, man merkt's halt. Seitdem wir den Konterschlag haben, können wir gar nichts mehr machen. Das ist deine Chance, Junge. Schick ihn auf die Bretter. Bam, Junge. Zeig den Rußköpfen, wer der Boss ist. Verdammt gut gemacht, Junge. Genau. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast den dir verdient. Gar nichts, also. Super. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit anfassen? Hey, mitkommen, Skeletta. Besuch für dich. Genauso wie cool es ist, dass Videospielcharaktere im Knast sind, sind auch Knastfilme, oder? Wer feiert Knastfilme, Alter? Auch geil, ja. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar.
Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Oh, Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Los, los, Skeletter! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Tja, am Ende ist es härter und schlimmer für die Liebsten als für die Leute, die im Knast sind, ne? Dann bist du ja selber schuld daran. Ja, ey, Knastfilme, Alter. Gerade wo wir hier am Kämpfen sind die ganze Zeit. Undisputed. Wer von euch hat Undisputed gesehen, Alter? Boah. Geil, Alter. Yuri Boyka. Geil, Alter. Geile Filme. Deswegen, Scott Adkins ist ja auch bei Ip Man 4 dabei, Alter. Deswegen muss ich den unbedingt sehen. Aber mir ist aktuell der Film noch zu teuer auf Blu-ray. Deswegen warte ich lieber noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob er in Deutschland überhaupt lief im Kino. Lief der im Kino bei uns? Der dritte lief, glaube ich, damals auch nicht im Kino oder nur für ein Wochenende oder sowas. Ah, du bist also die neue Putzfrau, ne? Komm mit. Genau. Leg los, hier will ich's blitzsauber haben, und zwar blitzschnell. Hey, haltet jetzt die Klappe, und zwar alle. Nur die Ruhe, ich wollte nur die Stimmbänder ein wenig ölen. Noch einem scheiß Ton. Oh Mann, Alter. Mann, ich hab nicht den Kulturbahn auf. Von wem ist die Stimme nochmal, der gerade geredet hat? Kulturbahnhaus. Wer hat das? Die kennt man doch auch, Alter. Das ist einfach eine random Figur. Was ist da los, Alter? Ich komme darauf gar nicht klar, Alter. Was haben die für heftige, auch Hollywood, also Hollywood-Synchronsprecher von Hollywood-Filmen und so, wa? Ich meine, Heinzmann, putz weiter, sonst setzt was. Unser Schläger-Kumpane, jetzt habe ich leider seine hier, der gegen O'Neill kämpfen soll. Wie hieß der nochmal? Jetzt habe ich schon wieder Blackout mit dem Namen. Das ist ja auch die Synchronsprecher von Mark Wahlberg, Alter. Das ist heftig. Krass, ich bin echt begeistert. Gefühlt wird das hier Thema Nummer 1, oder? Voller Dreck. Putz das nochmal. In dem Let's Play. Pisser, Alter. Ach ja, Freunde, ey. Geil. Es macht schon Spaß, ab und zu mal so ein älteres Game wieder zu zocken. Auch hier auf YouTube. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kropfzeug so unter die Dusche gehen. Vorwärts. Auf die ganzen neuen Spiele, okay, die nächsten Skaletta. Wochen, Monate. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Ich hoffe, ihr seid alle am Start, Freunde. Es wird krass. Auch mit den neuen... Dingens. Konsolen und alles. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag's sowieso lieber hart. Das Gesicht von dem, Alter. Komm, jetzt komm. Steigt eine Party. Ja, Kätzchen ja. Gefällig, Schätzchen. Schlag doch zu, Junge. Mehr.
mehr davon, Zuckermann. Oh. Ah. Scheiße, der kann kämpfen, was? Ja, natürlich, Junge. Was denkst du denn? Nein, denn wir haben nicht viel Zeit. So. Jawohl. Komm her, komm her. Jawohl, Alter. Noch jemand Schläge? Komm. Jawohl, ich glaube euch alle kaputt, Alter. Schön, Vito. Na was? Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Rein mit dir. Du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Ich stehe hier, schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Hey, O'Neill. Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Ja, Tussi! Nochmal. Wie nennst du hier Tussi, Alter? Reicht's dir? Nein. Diesmal sind... Ganz nett. Von wegen. Von wegen. Schlag doch zu, Junge, du kleiner Lamm. Schnauze hier. Ja, hast du nicht drauf? Komm her. Ach, das war's ja schon. Bam, Junge, das Gesicht von Vita, habt ihr's gesehen? Voller Hass. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Okay, Runde 2. Schön, Alter. Komm. Aha, du feige Sau, Alter. Halt deine Fresse! Alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze.
Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann? Sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Ja, das ist auf jeden Fall die Szene, wo jetzt Musik wieder gespielt wurde. Ich glaube, deswegen ist es wieder draußen. Besuche Joe! Freunde, ich würde sagen, wir haben den Knast in einer Folge hinter uns gebracht. Glaube ich, ganz cool für euch auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Habt ihr Bock? Ich hoffe doch. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Helft dem Video mit einem Däumchen und natürlich auch mir. Und dann hört man sich beim nächsten Mal. Freunde, checkt die Videobeschreibung ab. Haut rein und tschüss.